Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde World of Warcraft. Diesmal geht es um einen von drei Erfolgen. Und ich stehe hier auf der Arkanenspitze in Azshahrat, das befindet sich in Kalimdor, bei einem Erzmagier Xylim. Der steht hier vor einem Portal und hier befinden sich drei Portalsteine. Einmal für Frost, Feuer und Schatten. Und wenn man so einen Portalstein aktiviert, ändert sich auch das Portal. Wenn man dann das Portal betritt, muss man noch eine Prüfung vom Erzmagier Xylim bestehen. Am Ende vom Video zeige ich euch noch, wie man auf diesen Berg hier kommt, für diejenigen, die nicht fliegen können. Und hier zeige ich euch, wie der Erfolg Gib's mir heiß funktioniert. Dazu klickt einfach den Feuerportalstein an und betritt dann das Portal. Oder ihr fliegt direkt dorthin, wie ihr hier auf dem Map sehen könnt. So, Gib's mir heiß. Erhaltet während Erzmagier Xylims Prüfung des Feuers in Azshahrat 10 Stapel von Feuertanz, ohne Schaden zu nehmen. Und wie funktioniert jetzt der Erfolg am einfachsten? Ganz einfach, folgt einfach diesem Darwind, der hier rumläuft. Denn wo er steht, da ist es immer safe und euch passiert nichts. Ihr müsst aber schnell sein, denn wenn er losläuft, müsst ihr auch loslaufen und gleichzeitig im Feld stehen wie er stehen. Denn sonst erleidet ihr Schaden und ihr könnt den Erfolg wieder von neuem starten. Aber das wäre auch nicht schlimm, ihr müsst einfach nur schnell genug hinterherrennen. Ja, und da ist der Erfolg, Gib's mir heiß. So funktioniert's, einfach dem Darwin hinterherlaufen. Ganz einfach. So, das war der Erfolg und wer will, dem zeige ich jetzt noch, wie man auf diesen Berg heraufkommt, auf die Arkane Spitze. Jetzt zeige ich euch noch, wie man auf diesen Berg heraufkommt, auf die Arkane Spitze. Wer nicht fliegen kann, reitet einfach dahin, wie ihr auf der Map sehen könnt. Dann geht er den Weg herunter und dann müsst ihr zur Insel rüberschwimmen. Wenn ihr dann drüben seid, gibt es da solche komischen Dinger da im Wasser. Da schwimmt ihr rein und schwupps, seid ihr schon oben. Und dann in den nächsten rein und schwupps. So könnt ihr immer weiter raufspringen, bis ihr ganz oben seid. Und wenn ihr dann oben seid, könnt ihr dann die Portale benutzen, um die Erfolge machen. So, und ich hoffe, ich konnte euch wieder helfen mit diesem Video und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuschauen würdet. Schaut doch noch die anderen zwei Videos an. Ich würde mich sehr freuen. Und viel Erfolg mit dem Erfolg. Dann bis zum nächsten Mal. Viel Spaß noch. Servus, Pfiatchen, tschüss, euer Tiger.